Hallo, mein Name ist Isa und ich lerne hier Klavier in dem Gitarrenlernstudium Rheine und ich werde euch heute die Duotonleiter erklären. Also, die Duotonleiter. Ich werde euch das heute hier auf der Tastatur zuerst an dem C erklären. Das C findet ihr hier. Das könnt ihr euch immer gut merken. Das C liegt immer links von der Zweiergruppe mit den schwarzen Tasten. Und da gibt es ein ganz bestimmtes Schema. Das werde ich euch gleich noch näher erklären. Die C-Dur-Tonleiter geht von diesem C bis zu dem. Also. Das kennt ihr wahrscheinlich alle. Wie ich euch eben schon an der Tastatur gezeigt habe, geht die C-Dur-Tonleiter von dem einen C bis zum nächsten, also eine ganze Oktave. Und wie ihr sehen könnt, kann man hier schon ein Schema erkennen. Es handelt sich immer um zwei ganze Töne, dann folgt ein halber Ton, wieder drei ganze Töne und nochmal ein halber Ton. Was das genau bedeutet, zeige ich euch jetzt an der Tastatur. So, wie eben schon mal gezeigt, hier findet ihr das C links von der Zweiergruppe von den schwarzen Tasten. Und die C-Dur-Tonleiter geht also von hier bis zum nächsten C. Das ist eine Oktave. So, was bedeutet ein halber Ton, was bedeutet ein ganzer Ton? Ein ganzer Ton heißt, dass dieser Schritt, dass in diesem Schritt dazwischen eine Taste liegt, egal ob weiß oder schwarz. Hier bei der C-Dur-Tonleiter sind das immer nur schwarze Tasten, die dazwischen liegen. Also von hier, vom C auf das D ist ein ganzer Ton, weil wir eine schwarze Taste dazwischen haben. Vom D zum E ist wieder ein ganzer Ton, weil wir wieder eine Taste dazwischen haben. So, jetzt hatten wir zwei ganze Töne und wie eben auf dem Schema haben wir ja gesehen, dass jetzt ein halber Ton folgt. Vom E aufs F, das hier ist jetzt ein halber Ton, weil wie ihr sehen könnt, haben wir keine Taste mehr dazwischen. Dann müssten jetzt drei ganze Töne folgen, das heißt F, G, G, A und A, H. Jedes Mal lag eine schwarze Taste dazwischen und zum Schluss ein halber Ton wieder vom H aufs C. Ein halber Ton, weil keine schwarze Taste dazwischen liegt. Dieses Schema, was ich euch gerade gezeigt habe, kann man jetzt auf jede andere Dur-Tonleiter anwenden. Ich starte hier als Beispiel beim G, wie ihr eben jetzt gesehen habt, C, D, E, F, G. Und wir wenden jetzt dasselbe Schema an. Das heißt, wir haben wieder vom G aufs A einen ganzen Ton, weil die Taste dazwischen ist. Dann gehen wir vom A aufs H wieder ein ganzer Ton, weil wir die schwarze Taste dazwischen haben. Jetzt folgt ein halber Ton, ist auch noch einfach, also vom H aufs C, weil keine schwarze Taste dazwischen ist. Jetzt müssen wieder drei ganze Töne folgen, das heißt wir haben C, D, wieder die Taste dazwischen, D, E, wieder die schwarze Taste dazwischen. Jetzt folgt noch eine ganze Note, ein ganzer Ton. Und jetzt können wir natürlich nicht vom E aufs F gehen, wir müssen ja eine Taste dazwischen haben. Also gehen wir vom E aufs Fis, damit wir in diesem Fall eine weiße Taste dazwischen haben, dann ist es ein ganzer Ton. Nach diesen drei ganzen Tönen folgt dann wieder ein halber Ton, da darf wieder keine Taste dazwischen sein, also gehen wir einfach vom Fis runter aufs G. Es lag keine Taste dazwischen, also ein halber Ton. So, jetzt noch einmal flüssig vorgespielt, das wäre dann diese Folge. Und wie ihr sehen könnt, weil aus dem F ein Fis geworden ist, hat die G-Dur-Tonleiter ein Kreuz. Ich hoffe, mein Tipp zur Theorie, was das jetzt hier anging, hat euch geholfen und weiterhin viel Spaß beim Klavierspielen. Tschüss! Gitarrenlernstudio. Erlebe Musik.